Sandbänke, ausgeprägte Sand- und Restsedimentflächen und wallartig bis flächig gelagerte Gesteinsblöcke eiszeitlicher Entstehung prägen das gut 2000 Quadratkilometer große Meeresgebiet Pommersche Bucht-Rönnebank, das nun zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Es umfasst sowohl den Bereich des bereits bestehenden Vogelschutzgebietes Pommersche Bucht als auch die gemäß Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützten Bereiche des Adlergrunds, der Rönnebank und der Oderbank. In dem Gebiet liegt die Oderbank, die den Lebensraumtyp Sandbank für die Ostsee in einmaliger Weise repräsentiert. Ihr Nahrungsreichtum ist für viele junge und adulte Plattfische, aber auch für Wanderfische wie Störe, hier bei ihrer Auswilderung in der Oder, von Bedeutung. Sie nutzen die Oderbank als Nahrungsgebiet, bevor sie zum Laichen wieder in die Flüsse zurückkehren. Als Aufwachsgebiet für Jungfische ist das gesamte komplexe Schutzgebiet von besonderer Bedeutung, auch an den Riffen der Rönnebank und des Adlergrunds. Dicht mit Miesmuscheln bewachsene Steinfelder bilden mit gefährdeten Arten wie dem Sägetang verwobene Gemeinschaften und bieten ausreichend Versteckmöglichkeiten für zahlreiche Fischarten, auch für Brassen und Plattfische, die hier genügend Kleinlebewesen zum Fressen finden. Die Vielfalt des Adlergrunds, hier sucht ein Seehase versteckt zwischen der Meerseite, hier bildet der Sägetang ausgedehnte Felder, ist einzigartig. Die Kombination der verschiedenen Lebensraumtypen ist auch für Fischarten wie den Dorsch sehr wichtig. Die gute Nahrungsverfügbarkeit im Gebiet zieht auch Schweinswale an. Sie gehören zu der sehr stark gefährdeten östlichen Teilpopulation der Ostsee und sind gemäß Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie streng geschützt. Ausgedehnte, einzigartige Miesmuschelbänke des Adlergrundes bieten ein reichhaltiges und kontinuierliches Nahrungsangebot für Meeresenten wie den Eisenten. Ab Oktober sind diese prachtvollen Enten verstärkt im Schutzgebiet zu finden, um sich nach der anstrengenden Brut- und Zugzeit zu erholen. Über 40% aller Eisenten in der deutschen Ostsee überwintern in diesem Gebiet und fressen sich wieder ausreichende Fettreserven vor ihrem Heimzug in die arktischen Brutgebiete an. Der Nahrungsreichtum dieses großen Schutzgebietes führt dazu, dass die Pommersche Bucht eines der bedeutendsten Rastgebiete für Seevögel in der gesamten Ostsee ist. So zum Beispiel auch für die hier überwinternden Grüllteisten. Im Winter ziehen zehntausende Meeresenten, darunter die selten an der Küste zu beobachtenden Samt- und Trauerenten, in die Pommersche Bucht. Im Sommer kommen sie erneut, um hier zu mausern. Sie haben eine hohe Fluchtdistanz und reagieren empfindlich auf Störungen durch menschliche Aktivitäten. Dies gilt auch für die seltenen, besonders schützenswerten Sterntaucher. Alle tauchenden Seevögel sind leider durch ungewollten Beifang in Stellnetzen der Fischer gefährdet. Die gute Nahrungsverfügbarkeit scheint als zweite Säugetierart auch für Kegelrobben attraktiv zu sein. Denn diese großen Robben werden immer häufiger auch im Schutzgebiet und den südlichen Küstengewässern wie dem Greifswalder Bodden gesichtet. Der effektive Schutz dieses großen Meeresgebietes vor der Insel Rügen ist wegen seines Reichtums an Tier- und Pflanzenarten von besonderer Bedeutung für den Erhalt der biologischen Vielfalt in der gesamten Ostsee.